Ich bin immer noch bei Schlechtwetterprognose, Depression. Und ich habe mir da ja kein Blatt von Mund genommen, obwohl ganz leise in meinem Kämmerchen geschrieben. Habe leise angeklagt. Und ich war aber nur diejenige, die wiedergegeben hat, was andere, die für krank befunden worden sind in unserer Gesellschaft, die daran erkrankt sind mit Rückzug, mit Schwermütigkeit, mit Lebensmüdigkeit. Für die habe ich da gesprochen, weil die haben das gesehen, die haben mir das erzählt. Auch über das kranke Gesundheitssystem muss ich, ob ich will oder nicht, lesen. Wo einzig der Profit des Pharmakonzerns schön bedeckt, bestimmt unser gesamtes Gesundheitswesen. Allein schon der Satz hat sich dann die letzten 4 Jahre ja bestätigt. Und die Aufarbeitung wird erst noch kommen. Unfassbar, dass das so am Boden liegt, etwas, was der Mensch braucht. Ein intaktes Gesundheitssystem. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt über dem größten Berg dieser Zeit drüber, meinen wir. Aber wenn ich einen MRT-Termin möchte, muss ich noch ein halbes Jahr warten, obwohl man schon bereits irgendwelche motorischen Ausfälle hat. Ich habe in dieser Zeit schrecklichste Dinge gesehen, wo Menschen gestorben sind, weil sie keine solchen Termine gekriegt haben oder Operationen. Also gut, und verdient haben ja ein Haufen Leute an diesem, und ich nenne es beim Wort, hoffentlich werde ich nicht gesperrt oder angeklagt, weil das ist ja gefährlich, diese Sprache zu verwenden, diese direkte. Aber unfassbar, welches Verbrechen da passiert ist die letzten 4 Jahre. Okay, aber wir gehen weiter im Text, aber besser im nächsten Video. Ich muss mir jetzt ganz kurz mal sammeln. Auch ich muss es noch aufarbeiten.